Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir wollen heute noch zwei weitere Blaumagien lernen, und zwar eine hier auf der Wiese und eine dann am Strand. Und wenn ich den Gegner nicht gleich finde, dann schneide ich natürlich die Gegner raus, bis ich den Gegner finde, den ich haben will. So, das ist der Gegner, den ich haben will. Ich habe ihn übrigens nicht auf der hellen Wiese gefunden, sondern auf der dunklen Wiese direkt vor dem Morast. Und zwar ist das, wir werden es gleich sehen, ein Adamant Tamai. Den kennen wir schon aus den anderen Final Fantasy Iterationen. Und dort genauso einfach angreifen. Ich glaube, es sind anstelle jetzt nach hinten oder so. Okay, dann müssen wir noch hier auch angreifen. Er hat ziemlich hohe Verteidigung, das heißt, wir müssen ziemlich drauf prügeln nach denen. Und sie waren gleich hier wechseln. Autsch. Gleich mal fett durchheilen. Ja, die Gegner sind hier schon ziemlich schlimm unterwegs. Übrigens, auf der grünen Wiese draußen vor dem Morast trifft man auch Tatzelwürmer, das heißt unbedingt aufpassen. Das ist sehr unangenehm. Bei denen einfach weglaufen, das ist das Beste, was man machen kann. So, dann greifen wir hier nochmal an und hier nochmal an. Dann sollte es eigentlich leicht schon fast genug sein. Ja, nicht genau. Au, blitzweise unangenehm. Okay, auf die Sudan ist es egal, da hat man mich jetzt mal wieder nicht mehr reingenommen, glaube ich. Oder hat er nicht den Schwarzgurt? Egal. Ich glaube vielleicht. Keine Ahnung, ich habe ihm glaube ich einen Korallenring gegeben oder irgendwie sowas. Einen Schwarzgurt werde ich vielleicht woanders auch noch verwenden wollen. So, jetzt lassen wir Kino dann mal zumindest versuchen zu fressen. Schauen, ob sich's ausgeht. Auch. Ja, zumindest daneben. Sehr gut. Ich nehme fast an, dass es noch etwas zu wenig sein wird. Ja, genau. Dann werden wir noch einmal mit Zidane draufhauen. Hoffen, dass es nicht zu viel ist. Und mit Lili werden wir gleich mal noch eine Ultra verteilen. Je nachdem, ob es Lili schafft oder nicht. Wenn wir vielleicht Eiko auch noch aktivieren müssen. Ei! Verdammt! Okay, wir sehen uns beim nächsten Admantalmal wieder. Also ich schneide die Versuche bis zum nächsten gleich wieder raus. So, da ist Gott sei Dank schon der nächste. Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich es so, wie ich es haben will. Wenn wir sie dann gleich mal in die volle Reihe stellen und dann uns sonst keine Gedanken machen. Tja, sorry, dass ich eure Zeit hier verschwenden muss, aber ich will das unbedingt herzeigen, weil es ist doch ziemlich wichtig. Ja, hier haben wir es gerade gesehen, Lili kann sich nicht konzentrieren, das heißt, ihre Zauber gehen dann quasi ins Leere. Sie kosten dann aber auch keine MP, also nicht allzu tragisch. So, dann Lichtern will machen wir noch hier rein, oder noch ein Vita? Keine Ahnung, schauen wir mal. Oh, noch Vita, wir haben die Mana ja, das ist kein Problem. Und wir probieren jetzt hin und wieder immer durchfressen hier. Ich würde es auch gar nicht verpassen. Also wie gesagt, die ganzen Gegner haben ungefähr 3500 HP. Also zwischen 3300 und 3600, glaube ich. Aber das wird sicher noch zu wenig sein. Das dachte ich mir fast. Einmal noch Erdbeben, bitte. Ja, gegenheilen. Jetzt sollte das kein Problem sein. Nicht vergessen zu fressen. Draußen ist jetzt sehr ungut wahrscheinlich, oder mache ich doppelten Schaden. Ich hoffe, das geht sich aus. Oder ich mache nicht doppelten Schaden, aber deutlich mehr Schaden. Jetzt muss ich es aber ausgenügend fressen. Sonst habe ich nämlich ein ziemlich großes Problem. Dann lassen wir vielleicht Lili nochmal angreifen nachher. Aber ich nehme fast an, dass sich das jetzt ausgehen wird. Damit bekommen wir nämlich... Nein! Verdammt!
Und wenn wir Alpha auch noch hier angreifen lassen vielleicht. Machen wir zuerst mal Lilis Angriff, dann fressen, dann Alpha's Angriff und dann nochmal fressen, wenn es nicht geht. Ich kann nämlich... endlich, wir haben Erdbeben gelernt. Das war ziemlich knapp jetzt. Ein Erdelementangriff und einer der wenigen im Spiel sogar. Ja, das Problem ist, viele Gegner sind sowieso nicht oder entweder immun oder nicht irrsinnig anfällig gegenüber Erdbeben, deswegen können wir es nicht wirklich sehen. So, und jetzt geht's auch zum letzten Gegner, den wir haben wollen, und den finden wir. Also wie gesagt, den Adamantamai finden wir hier auf dem dunklen Gras. Am hellen Gras sind die Tatzelwürmer, unbedingt in Acht nehmen von denen. Und hier am Strand finden wir den wir als letztes haben wollen. Und da haben wir auch schon den Gegner, den wir haben wollen, und zwar ist das ein Zombie-Wal. Von dem können wir auch was lernen. Ich stelle natürlich die Dank wieder in die Vorderreihe. Was machen wir sonst noch? Am besten wir heilen. Ah ja, gegen das habe ich übrigens Gift und Galle ausgerüstet. Ich zeige nachher die Abilities nochmal her, aber... So, wir lassen die zwei Heiler auf Standby und warten einfach, bis sie dann fertig ist und greifen mit ihm an. Oh. Ich glaube, das sollen wir lernen, oder? Ja, das ist nämlich nicht so toll. Schauen wir mal, ob das klappt. Das ist nämlich Level 5 tot, glaube ich. Wenn ich mir nicht... das funktioniert sogar. So, und dann lassen wir Kinder nach dem zweiten Angriff und sie dann gleich mal fressen. Schauen, ob es funktioniert. Autsch. Es ist immer gut, zwei Heiler mitzuhaben. Man sieht's gerade. Sehr schön, 1500 ist schon ganz schön gute Heilung. Es könnte sein, dass sich das fast ausgeht jetzt. Ansonsten muss ich gleich nochmal mit sie da anhören. Und schauen, ob wir werden da nochmal reinheilen wollen wahrscheinlich. Nachdem Lilly hier wieder nicht gecastet hat. Ich hoffe, ich mache ihn jetzt nicht tot. Nein, ich verfehle ihn mal ganz gut. Das ist natürlich super toll. Nachdem wir die Blaumagie auch gelernt haben, geht es dann endlich auf zu den Chocobos. Aber vorher will ich noch einige Aufrufungszauber herzeigen. Weil... Wir haben schon einige bekommen und nachdem ich gesagt habe, ich zeige alle her. Nein, Zombie-Puder ist doof. Ich hasse Zombie-Puder. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass jetzt Aiko ein Zombie ist. Lassen wir sie vorerst mal so, weil wenn wir Aiko jetzt heilen, haben wir das Problem, dass wir ihr eigentlich Schaden machen und nicht sie heilen. Ultraschall ist auch sehr ungut. Okay, das ist nur Mini, das ist nicht so tragisch. Damit können wir vorerst mal leben. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich noch mit Level 5 tot. Das wollen wir nicht lernen. Das ist das, was der Zombie-Wal auf China gezaubert hat. Und die letzte Blaumagie, die wir hier lernen wollen. Das Problem ist, als Zombie bekommt Aiko jetzt keine XP und keine AP. Das ist sehr ungut. So, das heißt, wir gehen mal sie heilen. Und ich mache dann einfach noch einen Kampf und da zeige ich Aufrufungszauber her. Zuerst mal schauen wir, ob das geht. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Was haben wir hier noch? Das ist nämlich Zombie und nicht... kann ich das jetzt nicht aufheben? Hier? Gibt es das für Aufrufung? Nein, offenbar nicht. Talisman, genau. Genau. Wir werden das gleich ordnen. Sehr gut. Okay, also auf in den nächsten Kampf. Ich schaue, ob ich vielleicht einen anderen Gegner als einen Zombie-Ball erwische. Ja, machen wir es so. Wenn ich den Zombie-Ball erwische, dann schneide ich den Kampf raus. Ansonsten sehen wir den nächsten Kampf. Und ich zeige mal die Aufwachungstauber her, weil die haben wir auch noch nicht gesehen. Oder ich zeige den Kampf egal her, egal was kommt. Also, ja,
haben eh genug herzuzeigen, auf was sauer ist. Und es ist schon ein neuer Gegner. Irgend so ein komisches Tentakel-Ding hier. Und dann schauen wir mal, was Aiko zu bieten hat. Karfunkel ist zwar nicht allzu toll. Schauen wir es uns aber trotzdem an. Und Lilly hat hier im Petto Shiva. Den haben wir noch nicht gesehen. Und jetzt schauen wir uns mal Karfunkel an. Den kennen wir schon aus Final Fantasy 8. Der macht nichts anderes als immer Reflekt auf uns zaubern. Ah, immer ein normales Reflekt natürlich. Eine ziemlich lustige Animation. Und jetzt kommt der eigentliche, auf den wir warten. Ein Schwefel, vielleicht das. Naja, ich glaube, das wird nicht reflektiert, das ist nämlich keine Ability und kein Zauber, kein richtiger. Aber jetzt sehen wir Shivas Diamantenstar. Und dann schauen wir uns noch Atmos an und dann sollte das Ganze eigentlich besser sein. Oh, da brauche ich eigentlich. Ich muss mir einen Ether rüberschupfen, damit Lilly auch genug Mana hat. Und dann nehmen wir für Aiko auch noch einen Ether. Ah, Shiva sieht schon ganz cool aus, macht allerdings nicht allzu viel Schaden. Leider kann man da nur sagen. Was macht sie da an eigentlich? Autsch. Also bitte in Ruhe lassen, danke. Aua! So, dann rufen wir mal Atmos. Und schauen uns den mal an. Ja, zumindest erst nachdem Aiko hier ihr Ether bekommen hat. Okay, dann machen wir zuerst mal Vita. Wie gesagt, die Ether sind durchaus zum Verbrauchen da, also wir haben eigentlich genug davon. So, Atmos erste auch Zaubersequenz. Wir erinnern uns an Windblum. Ich glaube, Atmos macht, so wie Gravitas oder Gravier, immer Schaden, trotzdem so als HP des Gegners. Das kann sein, dass er gar nicht so viel Schaden macht jetzt, weil der Gegner nicht übermäßig viel HP hat. Aber selbst wenn nicht, dann greifen wir einfach so an. So. Und wenn wir mit dem Gegner fertig sind, dann schauen wir uns mal ein kleines Geheimnis an, oder? Ich hoffe, das geht sich heute noch aus. Ansonsten muss ich es nächstes Mal machen. 1000 Schaden, sehr gut. Jawohl, endlich ist er weg. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit hier mit dem Schiff darüber zu fahren, dort wo ich hin will. Oh, die Räuberseele ist endlich fertig. Nicht, dass wir eine andere Waffe hätten, aber... Ja, genau. Und jetzt aufs Schiff rauf. Sehr gut. Und gleich mal in den Süden fahren. Ich zeige nämlich noch vielleicht kurz etwas her. Ist das da irgendwo? Ja, das ist halt drüben. Egal. Was wir auf jeden Fall machen wollen ist, hier gibt es irgendwo eine kleine Insel mit Chocobo-Spuren drauf. Ich glaube, die ist das da drüben. Und zu der wollen wir eigentlich hin. Genau. Da holen wir unseren blauen Chocobo erst. Ganz normal, wie immer. Einfach ein Gesackrad verwenden. Und da ist er schon. Und wo wir mit dem blauen Chocobo hinreiten und was wir dort für Schätze finden werden, das alles sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.